herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. Ja, kann man ein paar Paletten für die lieben Herren von der Gemeinde verladen, damit die das Wasserwerk wieder befüllen können. Apropos die Herren, ja. Jürgen? Ja. Ah, hi. Pass Moin. Auf. Schweres Gerät am Start hier. Die Herren, ich wollte gerade fragen, ich bin Ihnen ja noch einen Wasserpreis schuldig. Mhm. Alter oder neuer Preis? Neuer. Ja, das war ja vor dem Alten, das war ja noch das Alte. Wurde ja zum Alten noch geliefert. Okay, mach dann wie viel nochmal? Wie viel hast du denn geliefert, Julian? War 500 Euro pro 1000 Liter, glaube ich. Ich weiß ja gar nicht, was er geliefert hat. Der Richter? Ich schau mal kurz in schlaue Buch. Jo, machen Sie das mal. Zum Glück ist heutzutage alles digital. Jürgen? Jo. Hast du die Sachen jetzt hier hergestellt? Nee, unten auf dem Hof. Ah, super, vielen Dank. Machen Sie hier gerade mal die Spanngurte fest, bitte. Moment. 33.000 Liter waren es, soweit ich sie im Tablet sehe. Das könnte sein. Ja. Stimmt, da wollten sie ja dann 48.000 Euro. Ne, 16.000 sind. Okay. Kann man ja mit der Kohle verrechnen. Ja, das finde ich optimal, weil Liquiditätsprobleme. Ich musste letzte Woche so viele Rechnungen zahlen. Ja, dann scheint jemand gerade seine Steuergelder gezahlt. Jürgen, brauchst du noch was von mir? Nö, nö. Bist nur schaulustig, oder wie? Ja, ich hab eh nichts zu tun. So, so. Ach, der Richter, der ist mutig, der springt hier andauernd rum. Oh. Schnell runter. Ich muss warten, bis mein Felderde reif ist. Ah, okay. Oh. Ja, das Nylon um die Holzkohlepaletten ist sehr strapazierfähig, das ist schon okay. Hm. Aber ist trotzdem ein bisschen. Da müssen sie schon gut fahren können. Da können die gut fahren. Ich ja. Wer fährt? Und ich probier's. Das weiß ich nicht. Der Richter fährt. Oh, meine Güte. Ich bin mal wieder los, ne? Jürgen, mach mal überall Straßensperren. Nee, lass den ruhig umkippen. Dann krieg ich mehr Geld. Herr Rätex, machen Sie dann schon mal Ihren Abschleppwagen bereit. Ja, ich bin ja hier. Ich fahr hinter Ihnen. Dann kommst du aber heute nicht mehr ins Bett. Machen Sie die oben nochmal lose. Ja, ist lose. Jetzt los. Immer noch. Bin ich Power unter der Haube? Wir haben hier in Deutsch sehr Leistung. Na ah, okay, dann ja. Passt so. So, die zwei noch und dann ist gut. Und ein LKW haben sie ja RaceX. RaceX raus da! Noch den Herrn Racix und seinen neuen Fahrzeug. Ja, obwohl der Deutsch ist ja eigentlich schon ein relativ schöner Trecker. Den LKW, den bin ich sogar schon mal gefahren. Hm. Ach, du steigst da nicht nochmal ein, Herr Richter. Warum? TGS, Boxen, TGX. Herr Racix. Ja, ja. Warum soll ich nicht? Nee, als nächstes kommt ein Scania. Ah. Ich da, du weißt genau, was beim letzten Mal passiert ist. Paletten sind los. Da ist doch nichts passiert. Ja, fahren Sie nochmal ein Stück vor, bitte. Fahren wir weiter vor. Weil die am besten quer drauf. Ja, dann ein Stück weiter vor. Stopp. Bleib stehen. Mach mal das Licht an, es wird hier dunkel.
Gut. Oh, schön. So. Was kostet die Palette? 1700 immer noch. Ohne Steuer. Moment. Ich hole mal gerade einen Taschenrechner raus. 12 mal 1,7 macht 20,4 mal Steuer. Und Gewinn. Ah, macht 24.480. Machen wir 24.000 glatt. Und dann ziehen sie die 12.000 wieder ab. 16.000 mal. Die 16.000, ja, dann krieg ich noch 8.000. Genau. Wollte unterwegs sein. Gut, passt. Dann haben die dann noch. Moment, warten sie noch. Ja, nee, das passt. Gut. Ja, wünsche ich Ihnen auch gute Fahrt. Kommen Sie heile an, ne? Ja, ich hoffe. Jo, schönen Abend noch. Jo. Ich komm gleich, ne? Jo. Braucht ihr nur anrufen, wo ihr seid? Jo, mach mal. Ah, Jürgen, alles klar bei dir? Ja, bei dir. So, warte, ich muss hier mal... Ah, ne, ich muss noch gucken, ob im Annaburger noch was drin ist. Muss ich nämlich noch ein bisschen Hackschnitzel einfüllen. Ja, bei mir auch. Ich bin jetzt froh, dass die gleich die Paletten abgekauft haben. Dann kommt ein bisschen Kohle rein. Sag mal, hast du eigentlich Erfahrung mit diesem... aus dem Transportpack mit den, mit dem HKL-LKW und mit dem Hüffermann SW. Da weiß ich, wie das geht, ja. Da musste erst auf einen Anhänger, auf einen LKW drauf machen und vom LKW dann rüber auf den Anhänger, genau. Aber die springen dann nicht oder so? Das, hier weiß ich nicht. Muss man gerade hochfahren. Hab keine Zeit heute. Jo, ich bin dann wieder los. Jo, tschö, mach's gut. Ich muss die gucken, ob wir da noch Hackschnitzel drin haben. Oh Gott, oh, da ist auch kein Platz, ey, dass ich da ranfahren kann, oder? Meter. Oh, aber der ist leer. Oh, Mist. Der ist leer. Warte mal. Ne, warte, dann machen wir das anders. Dann nehme ich einen Telelader. Ich kann mal hinten gucken, ob da was drin ist. Du. Oh, das sieht schlecht aus. Da ist leer. Da ist leer und drüben bei den... bei den Leerpaletten. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen Hackschnitzel. Naja, minimal. Ich fast noch mal. Brauche ich fast noch mal einen Forst. Im Jens ist, im Joskin ist da noch was drin? Ne, auch leer. Ich meine, ich könnte jetzt von den Bäumen was häckseln, aber dafür... Folge Varuna, hallo? Hi Volker. Hi. Könnte ich deinen Teleskoplader haben kurz? Wir sind nicht weit gekommen. Da bin ich. Warte mal, ich komme mal gerade. Du brauchst eigentlich nur beim Sägewerk rauszufahren und dann Richtung dein Hof, da liegen sie direkt. Ja, da muss ich jetzt sowieso hin. Die können nicht fahren. Was verlangst du denn als Gebühr? Was? Na, zum Aufrichten.
Das muss ich gucken, so wie der Deutsch hier rum am Eiern ist, hat der glaube ich einen Totalschaden. Achso, nee, ich meine jetzt die linke Seite und so. Ich meine jetzt nur als Servicegebühr. Transport kostet 1800. Und abschleppen 500. Also aufrichten. Ja, und Fahrzeuggebühren? Inwiefern Fahrzeuggebühren? Also 200. Ich mach 500. Krieg ich 300. Ja, können wir irgendwie für verhandeln Tele, mit dem. Für einen Telelader. Die Maschine kostet ja. Ja, kannst du holen. Ja. Wo steht denn noch da hinten? Ja. Pass auf, ich komme raus. Jo, pass auf, die stehen direkt an der Kreuzung hier. Links. Zu meinem Hof. Links, ja, direkt hier drüben. Okay. Ja, bin gleich da. Tschö. Jo. Da läuft einer. Irgendein Blinker ist schon wieder an. Eieiei. Hallo, Herr Varuna, darf ich Sie nach Ihrem Weg fragen? Ah, da sind sie. Ja. Sie ich wollte sie nach ihrem. Die Herren, was machen sie denn hier? Ja, der Herr Richter, der hat den Deutz zu schnell in die Kurve gefahren. Wir bräuchten hier mal kurz den Teleskoplader, glaube ich mal, um den. Ja, der Herr Rasek ist schon am Holen. Kann jedem mal passieren. Eieiei. Am besten meinen Sie mal das Gebiet hier, wenn Sie hier mit nichts zu tun haben. Ich muss nach Hause, tschüss. Wow, freundlicher ging's wohl nicht. Wenn ich hier nichts mit zu tun habe. Ja, wie soll ich denn sonst heimkommen, ey? Die Witzbold. Wenn sie jetzt mit nichts zu tun haben. Soll ich, weil die nicht fahren können, jetzt auf der Straße übernachten oder was? Ah, perfekt, mit einem Zug hier rein. Ja, ist doch, so muss das sein. Du. Achso, der hat das Zeug an den Hof gestellt, gell, hat er gesagt. Hä? Goldhofer? Interessant. Wo hat denn das hin? Gerade mal Jürgen nochmal anrufen. Kann eben mal passieren. Jürgen? Ja, hallo? Jürgen, wo hast du denn das Zeug hingestellt? Vorne an deinem Tor direkt. Hä? Auf meinem Hof? Ja, bist blind oder was? Ach da, das steht im Schatten. Nee, hä? Oder? Ah ja doch, das steht im Schatten, das habe ich nicht gesehen. Gut, also, danke. Ja, tschö. Tschö. Okay, dann können wir den hier nämlich abstellen. Ich gerade noch mal. Ja, okay. Es lohnt sich jetzt nicht, dass ich die Kartons rausschmeiß. Nach meinem Feld wollte ich gucken, ne? Es braucht eigentlich Kalk. Zweimal gedüngt ist, das ist perfekt. Und es dürfte morgen auch erntereif sein.
Hallo, hier ist der Neumann. Ja, hallo, Herr Neumann, Sie sind ja auch noch wach. Ja. Ich wollte gerade mal fragen, ob Sie morgen einen Drescher für mich hätten. Ach so, nee, Moment, da hatte ich einen anderen Plan. Nee, hat sich erledigt. Vielen Dank. Wünsche Ihnen eine gute Nacht, ne? Ihnen auch. Tschüss. Habe ich ja ganz vergessen. Ich habe ja einen Deal mit. Ich habe ja doch einen Deal mit dem Jürgen. Ganz vergessen. Wäre ja doof, wenn ich den nicht in Anspruch nehmen würde. Ich stehe noch kurz im Wald. Eieiei. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.